Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu den Neuigkeiten aus der Gesamtschule Nettetal. Wir mussten ein bisschen warten und im Hintergrund hört man gegebenenfalls das Glockengeläut, 12 Uhr Mittag. Es gibt einige Neuigkeiten bezogen darauf, dass es in der kommenden Woche für einige Klassen tatsächlich mit gewissem Unterricht wieder losgeht. Dazu kommen wir gleich. Zunächst zur Auflösung der Wochenfrage aus der vergangenen Woche. Es ging um die Partnerstädte Nettetals. Insgesamt gibt es 3 Partnerstädte von Nettetal. Einmal die französische Partnerstadt Quebec, dann in England der sogenannte Fenland District und in Polen die Stadt Oak. Konkrete Partnerschaften haben wir von der Schule zur Stadt im Fenland District Thirsk. Da fahren wir regelmäßig hin und wir empfangen da auch Schülerinnen und Schüler aus diesem Bereich. Dann fahren wir regelmäßig nach Oświęcim bzw. Auschwitz zur Gedenkstätte und besuchen auch Krakau. Und drittens gibt es noch dann und wann Kontakt zu einem Kolleg in Venlo. Das sind die Kontakte, die wir pflegen und regelmäßig ausüben. Das wusste aus der Klasse 5b und der bekommt jetzt auch einen 10-Euro-Gutschein für die Cafeteria, wenn die endlich wieder geöffnet wird. Der Maurice Etienne, Klasse 5b, herzlichen Glückwunsch, 10-Euro-Gutschein für die Cafeteria. Wir befinden uns hier vor dem BSL-Büro, eine Tätigkeit, ein Aufgabenfeld, was wir momentan auch nicht bearbeiten können. Das ist die Berufsorientierung und unser Coaching der Schülerinnen und Schüler in den fortgeschrittenen Jahrgängen 8, 9 und 10, aber auch in der Oberstufe. Das geht leider aktuell nicht, aber auch unsere Coaches vom BSL warten darauf, dass es bald wieder losgeht. Das ist jetzt auch der Übergang, dass es bald wieder losgeht. Für die Klasse 10 werden wir in der kommenden Woche ab Donnerstag ein unterrichtliches Angebot wieder machen können. Ihr werdet dazu zu Beginn der Woche noch dezidierte Informationen erhalten über einen Elternbrief, aber auch über eure Klassenleitungen, sodass ihr da im Bilde seid, wann ihr hier wieder da sein könnt, Unterricht bekommt für die Klasse 10, beginnend ab kommenden Donnerstag. Auch für die Klasse 13, für unsere Q2, die Abschlussklasse, die sich auf das Abitur vorbereiten möchte und vorbereitet, wird es die Vorabiturklausuren in der übernächsten Woche entsprechend geben und abhängig von euren Fachlehrern in den Prüfungsfächern auch das eine oder andere Angebot in den Prüfungsfächern. Das wird aber auch noch kommuniziert entsprechend und macht euch da entsprechend auf Angebote gefasst und nutzt diese entsprechend. Abschließend noch ab kommenden Montag ein Hinweis, der über unsere Homepage auch nochmal zur Information gebracht wird. Wir haben ein Beratungstelefon eingerichtet. Die Nummer wird veröffentlicht auf unserer Homepage. Auf dieser Nummer oder hinter dieser Nummer verstecken sich unsere Beratungslehrer, unsere Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter und auch unsere Sonderpädagogen. An den angegebenen Zeiten, zu den angegebenen Zeiten, habt ihr die Möglichkeit, dort telefonisch jemanden zu erreichen, wenn es Schwierigkeiten gibt zu Hause, ihr vielleicht unterrichtlich mit den Materialien nicht recht weiterkommt, habt ihr da die Möglichkeit, eure Probleme zu nennen und darüber ins Gespräch zu kommen. Wenn das sein sollte, nutzt das, das ist, glaube ich, eine große Chance. Ja, abschließend jetzt nochmal der Hinweis auf unsere Lernplattform iSurf. In der kommenden Woche sind die Ferien vorbei. Die Klassen 10 und 13 können tröpfchenweise wieder kommen mit ein bisschen Hintergrund. Für alle anderen Klassen nochmal der Hinweis, nutzt die Online-Plattform, die Lernplattform iSurf. Die Kolleginnen und Kollegen haben auch den Hinweis, dass da wieder Materialien zur Verfügung gestellt werden. Wir tun da unser Bestes, aber wir müssen abwarten, wie es sich weiterentwickelt. In diesem Sinne, bleibt gesund. Achtet auf euch und auf eure Familien und bis bald. Es gibt keine Wochenaufgabe diesmal. Die Lehrer haben jetzt wieder einiges zu tun, zum Glück. Bis dahin.